Das ist gezeichnet. Gut. Und das hier ist die Umrisszeichnung. Die habe ich seitenverkehrt auf Platte kopiert. Gut. Und das hier ist die Platte. Sieht man es so? Moment. Also komm, du musst die Zeichnung. Ja, Zeichnung muss man nicht sehen, das ist klar. Mal. Das ist die Umrisszeichnung auf der Platte. Mhm. Und die tue ich jetzt einfärben. Neue Marke. Schon wie die Fahrt der Dünkel getränkt ist. Jetzt kann ich abwischen. Das heisst, die Farbe oben durch. An diesen geritzten Sachen, an diesen geritzten Streifen, muss die Farbe oben durch weg. Vorher habe ich eingefärbt und jetzt noch nicht abwischen. Dann sagt man wischen. Und das ist ganz verschieden, wie man das macht, je nachdem kommt dann der Druck raus. Für das, was ich jetzt mache, für die Umrisszeichnung, ist es noch nicht so wichtig. Ich muss einfach schauen, ob die Zeichnung, die ich gemacht habe, ob das stimmt. Ich muss halt noch unterbrechen, wenn es zu lang geht. Ah, nein, ist schon gut. Jetzt muss ich da noch mal geschwind ein bisschen. So. Das ist jetzt die eingefärbte Platte. Gut, ja, schön. Jetzt muss ich geschwind rausgehen. Da ist das angefüchte Papier. Dann gehen wir hier. Das kann ich? Ja. Das angefüchte Papier lege ich hier hin. Dann kommt der Filzer auf. Und jetzt und der Druck. Die Umrisszeichnung nach der, die ich arbeite. Sieht man es? Ist gut. Ja, fertig. Gut.